den Träumen, die du niemals vergisst. Was kann ein Filmemacher mehr bewegen als ein Film übers Filme machen? Die Fabelmans ist eine Geschichte geschrieben und auch umgesetzt von Steven Spielberg. Und der Film ist inspiriert durch seine eigene Kindheit und Familie. Hierbei geht es um Sammy Fabelman, der in den 50er Jahren zum ersten Mal ins Kino geht und was sein Leben für immer verändern wird. Er verliebt sich nämlich unsterblich ins Filmemachen und ist von da an von seiner Kamera nicht mehr zu trennen. Mama hat Affen mitgebracht. Durch die Kameralinse sieht er aber dann auch zunehmend die Probleme, die in seiner Familie existieren. Es ist ein sehr ruhiger und auch melancholischer Film und zeigt die Liebe zum Kino und zur eigenen Familie. Es ist wohl der bisher persönlichste Film von Steven Spielberg. Er zeigt seine depressive Mutter und auch seinen sehr strengen Vater. Und ihm war es wichtig, dass die Hauptdarsteller eine gewisse Neugierde mitbringen, die er ja auch selbst hat. Und als er die Schauspieler in der Kleidung gesehen hat, die wie bei seinen Eltern ausgesehen hat, das war für ihn eine sehr, sehr krasse Erfahrung. Und ja, für ihn ist es ja auch immer sehr wichtig, dass das Team sehr eng zusammenwächst, was mir auch in meinen Spielfilmen immer sehr wichtig ist. Steven Spielberg meint, dass wenn du Filmemacher bist, wissen sowieso früher oder später alle darüber Bescheid, was in deinem Leben so los ist. Deswegen hat er den Film aber nicht gemacht, sondern er wollte einen aufwachsenden Jungen zeigen mit allen Höhen und Tiefen, wie er sich eben durchs Leben durchkämpft. Und der Zuschauer soll so seine eigene Familie sehen und sich auch mit seiner eigenen Kindheit nochmal identifizieren. So war es nämlich auch für mich. Ich war ja in meiner Jugend ein absoluter Filmjunkie, hatte über 200 Filme in meiner Videothek. Indiana Jones, Der Weiße Hai, E.T., Jurassic Park hat mich sehr geprägt. Also deswegen auch nochmal danke hierfür an Steven Spielberg, dass ich die Welt mit deiner Brille damals schon erleben durfte. Welche Stelle hat dir am besten gefallen?